So, meine lieben Freunde, und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Euro Truck Simulator 2 im... Welches Spiel waren wir gerade nochmal? Euro Truck Simulator 2 im Multiplayer hier zusammen mit dem Jonas und dem gerade wegfahrenden Jakob. Ich kann das einfach nicht mit euren Namen. Wollt ihr wirklich mal einen Stift und einen Zettel und schreibt ihr die Namen bitte auf? Tim Eurodirt. Ach ja, ich sollte jetzt auflösen, ne? Der berühmteste polnische Name, Tim. Sag ja, was. Ich hätte gesagt Tim oder Arthur. Nee. Und Jonas, was sagst du? Vielleicht oder sowas. Der Name ist, also ich sage jetzt einfach nur den Namen ohne großen Satz. Okay. Klaus. Ja gut, ich mach's ja schon. Klaus? Okay. Ach halt, ihr seid mit dem Schiff jetzt weg, ne? Ja. Ich bin wieder zurückgefahren. Kacke, Mann. Ich stehe hier an der Ampel wieder und will... Ich bin doch so blöd. Mann, ihr habt mich Klaus? So in Wahnsinn getrieben hier mit eurem... Mit deinem Klaus. Du Klaus, mir den Verstand. Ich mach's ja schon, ne? Ja, meine Damen und Herren. Übrigens, denkt dran, kein Alkohol am Steuer. Weil, wenn ihr einen Unfall baut, verschüttet ihr noch alles. Aber auch keine Drogen am Steuer. Ist von Otto geklaut, der Witz. Also nicht Otto Versand, sondern Otto Walkes. Hat nichts mit Wahl zu tun. Wir haben da ja echt keine Wahl. Ach, scheiße, Mensch. Die Quellenangabe ist sehr wichtig. Quellen? Was? Ja. Ich denke, Wasser gibt es in Afrika nicht so. Also, das hast du jetzt gesagt. War das jetzt schlimm, dass ich das gesagt habe? Ja. Dann tut mir das leid. Schlimm. Sehr polarisierend. Ich wusste, dass du das sagst. Du denn, irgendwie. Wo bist du denn? Ich bin jetzt da. Ach, du könntest fast bei der AfD anfangen. Ja, boah. Sicher. Ich bin jetzt der neue Vorstand. Also ich würde dich natürlich wählen, nicht. Ja gut, Trump hat ja auch schon gewonnen, also wird wahrscheinlich als nächstes die AfD kommen. Kann man sich schon mal drauf einstellen. Ja, ich meine, aber wenn die Leute das wählen, dann... Ich glaube aber tatsächlich, für uns Europäer ist Trump besser als Clinton. Doch, weil Trump hat keine Ahnung von Wirtschaft und er lässt sich von Putin wahrscheinlich so verarschen, weil er will ja mit Russland sehr eng kooperieren. Putin wird ihn nach Strich und Faden verarschen. Was machst du denn, Tim? Ja. Unter der Hinsicht ist das natürlich richtig. Ja, das ist da. Gebe ich Ihnen recht. Wir in Deutschland, und ich würde schon fast sagen, dass wenn wir Clinton hätten, das dann wahrscheinlich sogar, also sagen ja auch viele, dass es dann wahrscheinlich sogar einen Krieg geben würde zwischen Russland und Amerika. Könnte sogar fast passieren. Gut, das wäre natürlich nicht so schön. Ja, kann man so sagen. Da wir ja wissen, die Russen, die sind ja auch wirklich so tolerant, ne? Die müssen nicht aus jedem Konflikt direkt einen Krieg machen. Das machen die ja nicht. Nein! Die Amerikaner machen auch nicht aus der kleinsten Kleinigkeit einen Konflikt. Die machen einen Bombenangriff und dann ist Ende. Ja. Wobei, ich glaube, dass es niemals zum Tag kommen wird, dass eine Atombombe fallen wird. Weil, ja, ich glaube es einfach nicht, weil das wäre schon irgendwie ein bisschen dämlich. Ja. Gut, man weiß ja nicht, King Jong-un oder so. Ja. Na, ich würde aufpassen, weil der kann dich vielleicht jetzt sogar hier verfolgen. Ja, garantiert. Wieso ist Tim eigentlich wieder in der Mitte? Ja, das also wenn ich bin wieder das Opfer in der Mitte. Ihr wollt mich einfach ärgern. Ich wusste also wenn jetzt die Folge erscheint und wir hier eine Bombe über Hamburg fallen sehen, dann weiß ich, woran es liegt. Ja, aber ich, sind wir mal ehrlich, ich glaube, dem würde ich es am ehesten noch zutrauen, dass hier ein Bombenangriff startet. Ja. Ich verstehe auch nicht, warum immer die Leute immer so Angst vor Trump haben. Ich meine, guck dir mal andere Leute an. Die haben, sag ich mal, ganz andere... um das mal vorsichtig zu sagen. Oh, 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 Tim! Brems! Ah! Oh, wer ist denn da gerade draufgefahren? Ich schaffte es nicht mehr zu bremsen. War das gerade der Jonas? Ich bin voll Idiot. Ich tu den direkt mal reporten. Naja, vielleicht setzt er sich gerade zurück. Auf der Autobahn. Das ist mir die Finger von, nicht? Jonas, du, das ist aber fretsch von dir. Das ach, komm, ist mir scheißegal. Hab ich das gerade richtig also jetzt verstanden? Mal ganz im Ernst, so viel ist gerade gar nicht los in Rotterdam. 51 Leute ist vergleichsweise relativ wenig. Hab ich das gerade richtig verstanden? Du sagst, vielleicht dreht er ja oder fährt er gerade eine Rückwärts auf der Autobahn. Oh, hier muss ich ganz lang. Als ob das nicht schon schlimm genug wäre, Markus. Ach. Guck mal, den lässt mich einer vor. Donald Duck lässt mich vor. Das ist sehr selten, dass dich hier einer vorlässt.
Ja, wenn dich jemand vorlässt, macht er natürlich fernlich zurück, damit er denkt, dass er fahren kann. Das war sogar richtig, weil der hat wirklich Vorfahrt gehabt. Ja, ich weiß, aber er hat dich ja vorgelassen, mit Fernlicht wahrscheinlich. Und wenn du ihn dann fernlicht zurückgibst, dann denkt er wahrscheinlich, oha, er lässt mich jetzt wieder vor. Boah, das war gestern bei einer Fahrstunde, also in echt jetzt, ne? Alter, was ist das? War das auch so? Und da hat sich eine so gefreut, weil ich die vorgelassen habe, die wäre fast knutschend aus dem Auto rausgesprungen, ne? Da dann. Vielleicht ist das bei deiner Umgebung üblich. Also nicht üblich, dass man vorgelassen wird. Ich wohne hier im Wilden Westen, ne? Da verliebt sich der eine direkt in den anderen, ne? Wenn er mal einen trifft. Wilde Westen. Fängt gleich hinter Hamburg an. Okay, lass jetzt mal singen. Warte mal, ich hole noch kurz die Orgel, warte mal. Zwei Pfeifen habe ich. Ich brauche noch kurz hier drittes und viertes Register. Hallo. Ich glaube, ich habe das Lied sogar im Truck drin. Was denn? Truckstop, Wilder Westen. Hm? Kennst du nicht? Nee. Wieso schießt nicht? Hallo, das ist Country, das braucht man hier, ja. Ja, Country finde ich aber schön, ehrlich, ne? Also ist nervender. Du kennst aber Tom Astor, kennst du bestimmt. Nee. Tim, es ist echt schon nicht? Grün. Nee, wer ist das denn? Nee, aber bei mir war gerade erst grün. Also kennst du den wirklich nicht, Tim? Eine Minute grün. Tim, echt? Kennst du den wirklich nicht? Nein, ich kenne dafür John Denver, den kennst du wahrscheinlich nicht. Don Denver? Nee, John Don doch, Denver. Warte mal, was singt der? Singt John, der nicht Ring of Fire? Nee, der singt zum Beispiel, Warte, wer war denn das, Ring of Fire? Take me away, take me away, Western Road, so wie das heißt. Ne, aber den kenne ich. Der Name sagt mir was. Der sagt dir was? Ja, der sagt mir was. Die Sackkarre kommt in Schwung, ne? Oh ja, so muss das was? Sein. Das war auch so. Wir haben einen jungen, Mann bei uns in der Aufnahme, also. Ich. Ja. Vielleicht ist er noch nicht im Alter. Was denn? Alles gut, alles gut. Hier ist heute mal einer in der Aufnahme dabei, der noch nicht ins Altersheim gehört. Ja. Du musst wissen, der Jonas und ich. Ach, ja, der gehört ins Jugendheim, genau. Der. Nee, nicht. Der Lukas und. Jonas? Du hast es gleich. Nein, der Dingens hier, der. Nein, sag's nicht. Der Hamburger Mercedes. Ja, nein, sag's nicht. Sag ruhig meinen Namen. Nein! Ach, du bist so ein. Ach so, ich hab gedacht, du meinst Tim. Ja, klar. Ich mein Tim. Der wäre da eh nicht drauf gekommen. Was denn? Siehst du, er hat's immer noch nicht verstanden. Ja, also alles gut noch. Was wollte ich gerade eigentlich sagen? Eigentlich nicht. Ich auch nicht. der Nico und ich, jetzt hab ich's. Wir sind ja damals aus der Psychiatrie ausgebrochen. Ach so. Deswegen. Warte mal. Tim. Ja. Mein Statusbericht sieht jetzt aus mit der Folgenlänge. Die ist jetzt bei 7 Minuten, aber ich bin gerade noch beim Einparken. So, euch? Also kann ich ganz kurz auf stille Örtchen und Gebüsch pinkeln. Jetzt im Ernst. Ja. Was? Ja, dann hauen sie mal ab. Hallo, wir sind jetzt stundenlang gefahren. Irgendwann also besser oder besser gesagt, lassen Sie mal Fäkalien ab, nicht abhauen. Jetzt mal kurz im Gebüsch hier hinter dem Baum stelle ich mich da hinten, der direkt hinter der. Ja, und ich fahre gleich den Baum dann um. Da wird mich schon keiner sehen. Nee, Quatsch. Nee, ich bin schon unterwegs. Wir sind ja nur so 40 Leute, die das sehen können. Hier ist nichts los. So, Tim, bis gleich. Ja, tschüss. Ich kann nicht reden, weil ich mag das nicht so pinkeln, weißt du? Ah, ja, mein Headset-Kabel ist auch nicht ganz so lang. Okay, Jonas, du passt auf, dass er keine bösen Sachen über mich sagt. Ja, mach ich. Okay, vielen Dank. Bis Tim, gleich, meine Damen und Herren. Es ist grün. Um was wetten wir, dass der gerade noch zuhört? Ja? Da will ich echt so meinen Arsch drauf verwetten. Boah, teilweise, der hat echt so eine Unart, der hier Dingens, Nico. Kennst du den noch so irgendwie weiter? Nee, ich hab keine nur über YouTube. Ja, aber das ist schlimmer. Ganz woanders, also bitte. Also wenn du den kennen würdest, also echt, boah, ey, da denke ich mir teilweise echt. Boah. Nee, wirklich, also das ist wirklich da echt schlimm, ne? Da frage ich mich echt, ist das so eine Mischung aus nicht mehr alle Latten am Zaun oder irgendwie gestört oder sonst wie? Weißt du, was ich meine? Ja, ich kann nicht verstehen. Also so ganz komisch. Hallo. Und da weiß ich ja, was singt der denn hier? Halala! Hallo! Komm jetzt hör mal auf mit dem Orchester hier. Nee, aber was ich dir sagen wollte zu Nico. Der hat. Was war das denn? Nee, aber der Nico ist wirklich ein ganz schlimmer. Wenn du den mal genauer kennen würdest, würdest du wissen, der hat so hinterhältige. Kannst du auch Marianne Rosenberg singen?
Spaß. Moshimo, Gurudara. Nee, ich dachte eher an sowas wie er gehört zu mir oder sowas. Guridari. Guridari. Also ich kenne das Lied nicht, du. Ich kenne auch nicht. Schnitzel. Nee, Markus, oh, yeah. Nico, wir haben gar nicht über dich gelästert in der Zeit. Nico, wir haben gar nicht über dich gelästert. Hältst du jetzt mal die Klappe? Nee, könnt euch die Wahrheit sagen. Wir haben ganz viel über dich gelästert, nur. Also ich bin euch nicht böse. Nee, aber ich hab dich nicht beleidigt mit dem, was ich gesagt habe. Ich habe nur ein paar Tatsachen rausgehauen. Was hast du denn gesagt? Sag ruhig. Weiß ich nicht mehr. Ich sehe das später in der Folge, aber ist egal. Nein, ich kann das auch gleich nachgucken. Nein, das siehst du nicht. Ich hab's ja auch aufgenommen. Mach dich schon wieder weiter hier. Trampolin, oh yeah. Hüpfen wie ein Frosch. Ta-ta-ta-ta. Pan de la Patrie. Alter. La 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 la. La 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 la. On the way. Fisch, sag mal, könnt ihr mal mit diesem Funkverkehrssex aufhören? Bitte was? Da, 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 la, 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 ich hol mir mal ganz kurz den Fassbrowser von der Kühlbox, die neben dem Truck steht. So, jetzt mach ich sie auf. Achtung. Die Folge ist an dieser Stelle übrigens auch zu Ende. Ich hoffe, dass ich euch alle jetzt hier nicht zu... Fuck you, fuck you. That is giving a report. Machst du jetzt wirklich oder was? Ich muss mal... Ja, Berry, 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 Berry. Ich wurde für einen Tag gebannt wegen Beleidigung, weil ich gefragt habe, wer fährt hier wie ein Penner. Ja gut. An dieser Stelle ist übrigens auch die Folge zu Ende. Also Funkverkehr ist ja schon eigentlich eine nette Sache, ne? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wenn dann vielleicht unsere nette Kollegin aufhört, hier zu singen. War hier total ein Kollaps. Ich halte nicht mehr aus. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr, wenn ihr die Folge ja auch dann geguckt habt, dieses Gesinge nicht mehr ertragen müsst. Bitte was? Der ist Ungarner, ne? Aber ich will. Oh Gott, ich halte das nicht mehr aus. Ich. Oh Gott. So. Sag mal, tschüss. Sag, Moment, mal kurz ruhig. Verdammte Hacke, ich würde jetzt gerne einmal meine blöde Folge beenden. Könnt ihr bitte mal alle für einen kleinen Moment ruhig sein? Vielen Dank. Für die Blumen. So, ja, los, also, dann wünsche ich was wollte ich gerade sagen? Achso, das war's dann von der Folge. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Sage dann bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao.